Freunde, es gibt Neuigkeiten. Vor kurzem habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich ein neues Projekt auf die Beine stellen möchte. Und heute erkläre ich euch, was ich da eigentlich genau vorhabe. Und vorweg möchte ich sagen, das Projekt Richtig Schwanger bleibt auf jeden Fall das Kernprojekt. Da werde ich die meiste Zeit investieren und die anderen Projekte, die laufen so nebenher. Doch ich habe gemerkt, in der Vergangenheit kamen ganz viele Fragen von Abiturienten oder Schülern oder Studenten. Auch Assistenzärztinnen und Assistenzärzte haben mich um meine Meinung gebeten. Und habe ich mir gedacht, warum mache ich nicht eigentlich auch ein paar Videos, um diese Fragen, die dort aufkommen, zu beantworten. Und anders als bei den richtig schwanger Videos geht es hier nicht um harte Recherche und Fakten, sondern eigentlich nur meine Erfahrungen, meine Eindrücke während der Schulzeit, wann ich mir überlegt habe, Medizin zu studieren und auch die Zweifel, die ich daran gehegt habe. Und auch im Studium selbst sind so viele Fragen aufgekommen, die mir keiner beantworten konnte, wo ich keine Quelle hatte, wo ich sagen kann, okay, der oder die hat das schon mal durchgemacht, die weiß ungefähr, wie es laufen sollte oder auch Tipps oder Tricks gegeben hat zum Lernen, zum Studium an sich, wie mache ich das praktische Jahr. Da gibt es ja ganz viele Dinge, wo Fragen aufkommen können. Und auch in der Anfangszeit eines Assistenzarztes gibt es doch so manche Zweifel, Ängste, Sorgen, die aufkommen können, die ich einfach auch besprechen möchte. Und das ist eigentlich das neue Projekt. Ihr wisst, ich stehe so auf zweideutige Namen, deswegen habe ich auch damals richtig schwanger genommen, weil es irgendwie ein Widerspruch ist und irgendeine Zweideutigkeit hat. Und das neue Projekt wird heißen... Richtig erfahren. Das kann man verschieden betonen. Auf der einen Seite das richtig erfahren, dass man sagt, okay, ich möchte etwas richtig erfahren von jemandem, der vielleicht das auch schon selbst mal durchlebt hat. Und man kann das auch so betonen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt schon richtig erfahren. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt und kann jetzt schon so ein bisschen mitreden. Und das ist auch der Sinn der Sache, dass ich mit meinen Tipps und Tricks euch ein bisschen Erfahrung abgebe, die ich so gesammelt habe in meiner Vergangenheit. Das soll nicht heißen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Das sind wirklich nur meine persönlichen Eindrücke, meine persönlichen Tipps, meine persönlichen Ängste, Sorgen und alles, was so dazu kam während der Schulzeit, während des Studiums und auch jetzt als Assistenzarzt. Und genauso wie bei Richtig Schwanger können mir auch hier Fragen gestellt werden. Hast du Sorgen? Hast du Ängste? Überlegst du, Medizin zu studieren? Aber du hast da so ein paar Zweifel und weißt gar nicht, ob die so berechtigt sind? Dann schreib sie mir einfach. Schreib sie mir in die Kommentare, schreib sie mir per E-Mail. Ich nehme die dann einfach in eine Liste auf und bespreche so die häufigst gestellten Fragen. Also, selbe Prinzip, bisschen andere Thematik, aber ich denke, dadurch kann ich auch noch ein paar Menschen mehr helfen. In dem Sinne, ich hoffe, das ist ein cooles Projekt. Ich habe richtig Lust drauf und ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns einfach im ersten Video wieder. Bis dahin, ciao.